Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video auf meinem Kanal. Heute geht es um diese beiden Güterwagen, hier Artikel Nummer 315-2, später 4611 und hier Artikel Nummer 312-1, später 4605. In Köln gibt es einen Laden für gebrauchte Eisenbahn, da gibt es einen Kinderspieltisch, da können die Kinder, während die Eltern sich da die teuren Sachen angucken, an diesem Tisch spielen, und da steht ein Korb mit gebrauchten Spielsachen drin und das Kind darf sich dann auch ein Teil geschenkt mit nach Hause nehmen. Da sind verschiedene Teile drin, LKWs, kleine Plastiktiere und auch leicht defekte Märklin-Artikel. Und wenn der Papa sich da was rausnimmt, dann steht ein Schild, bitte 2 Euro in die Kaffeekasse. Ich hatte nur einen 5-Euro-Schein, da habe ich die beiden hier mitgenommen, also insgesamt 5 Euro, an dem hier schon so ein Gummi dran, kein besonders gutes Zeichen, aber wir starten erstmal mit dem Modell hier. Das ist die Version von 1965 bis 69 mit aufgedruckter Beschriftung. Das Gehäuse ist noch super in Ordnung, erhabene Schrift, Krupp und hier Märklin, auch die Artikelnummer. Und die Schnur ist nach meinem Kenntnisstand auch noch original. Es fehlen bedauerlicherweise dieser Haltebock. Oh, ich mache mal hier meine Unterlage gerade. Der Haken und die Stange für die Höhenverstellung des Auslegers. Die werde ich mal heute im Internet bestellen. Da gibt es einer, der verkauft das für 2,50 Euro. Das ist hier so eine gesägte Stange. Das ist zum Selbermachen wahrscheinlich sehr schlecht. Hier, das weiß ich nicht, vielleicht weiß das jemand, wo man diese Teile bekommt. Schreibt es mir in die Kommentare, wäre echt super. Vielen Dank. Und hier bei dem Haken, da habe ich mich erinnert an Silvester, das Bleigießen. Und habe diesen Haken nachgebastelt. Und ich blende mal kurz ein, wie ich das Bleigießen aus Silvester verfremdet habe. Einen Haken in weichen Gips eingelegt, wenn es ausgehärtet ist. Den Haken dann vorsichtig freilegen und die Form sauber machen. Blei für das Luftgewehr oder dem Angelhaken in so ein Schälchen geben, mit dem Brenner schmelzen, in die Form geben, dann einmal klopfen, damit es sich verteilt. Wo die Öse ist für die Schnur, da fehlt ein Stück Blei, da lege ich noch was rein, das wird nachgeschmolzen und dann ist die Form komplett. Ich habe das in 2 Teilen gegossen. Eine Halbschale ohne Haken ist etwas dünner. Jetzt werden beide Hälften geschmirgelt. Das Loch am Haken freigefräst. Die beiden Hälften zusammengeklebt mit 2 Komponentenkleber. Sieht man hier unten rechts, das kleinere Stück wird dann auf das große draufgeklebt. Und dann geht es schon ans Färben mit dem Pinsel. Der schwarz dünn aufgetragen, mal den Faden dadurch gemacht, damit ich es aufhängen kann, und dann tauche ich den Haken in Aluminium Metallic und die überschüssige Farbe wird mit dem Zahnstocher entfernt und da ist der Haken schon fertig. Jetzt der zweite Teil. Jetzt kommen wir zu dieser grauen Maus. Die ist erschienen auch 1956 bis 1960 in dem Grau-Grün und von 61 bis 78 in Braun. Dazu schauen wir uns mal die Kataloge an. Hier das Modell im Katalog von 1960. Das sieht eher aus wie saftig grün auf der Wiese als Grau-Grün, verglichen mit dem Original. Und hier der Katalog von 1961, da mit dem Nationalkennzeichen, Artikelnummer gleich geblieben, aber dann in Braun. Also 2 Varianten, das Grau, Grün und das Braun. Es gibt noch eine Untervariante sozusagen hier im Erscheinungsjahr 1956, das ist dieses Modell. Hat der Anhänger diese breite Kupplung. Jetzt mache ich das Gummi mal ab.
Und wir sehen, hier vorne die Halterung ist abgerissen. Und was man jetzt so auf den ersten Blick nicht erkennen kann, das ist ein Gussfahrwerk hier. Und da ist der vordere Pinökel von der Trittstufe abgerissen. Da kann man das irgendwie sehen. Da ist so ein kleiner Spalt. Und da kann man auch nicht viel reparieren bei Guss. Da werde ich diese Stelle sauber machen und dann an beiden Seiten so einen kleinen Tupfer zwei Komponentenkleber drauf tun, damit das ein bisschen stabilisiert wird. Und dann schwarz abtönen mit Farbe. Der zweite Punkt ist viel gravierender. Die Haltenase ist abgerissen, da steckt das Teil noch drin. Und das muss man dann ausbauen und auch kleben. Und das machen wir jetzt auch. Auf dem Dach ist so eine kleine Riefe und da fehlt ein Stück Farbe. Aber getreu nach dem Motto zeitwertgerechte Reparatur von den Autodoktoren werde ich da nur ein bisschen silberne Farbe drauf tupfen. Die Fehlstellen hier am Gehäuse, da ist ein Streifen, da werde ich erstens den Farbton nicht treffen und zweitens spielt das keine Rolle mehr. Jetzt kommt der Punkt Ausbau oder Auseinanderbauen. Das ist vielleicht noch ganz interessant bei diesen Gussfahrwerken. Da sieht man hier, genau wo der Schraubens jetzt drauf ist, eine Art Feder, die drückt dagegen. Die muss man runterdrücken und dann kann man das ganze Fahrwerk nach innen schieben. Dann muss man die Puffer rausmachen, weil diese Pufferbohle hier, hält, sieht man, da sieht man es, die Pufferbohle hält den Haken, den Befestigungshaken des Gehäuses. Das mache ich jetzt mal. So, dann müssen wir den hier runterdrücken, schon geschehen. Die Feder hänge ich mal aus. Die Wellensittiche zwitschern ihr Liedchen. Einige schreiben, stört nicht. Wenn die so laut zirpen, dann muss ich sie raus tun. So, jetzt kann man das da anheben und zack. So, gewonnen. Ein Fahrwerk. Ich blende im Abspann mal die Liste aller Güterwagen ein, die dieses Gussfahrwerk haben. So, jetzt noch auf der anderen Seite. Ich nehme hier so ein Stäbchen zum Runterdrücken, weil ich habe schon die anderen ruiniert, wenn man da mit dem... So haben wir schon hier. So, schon vorgearbeitet. Anheben. Dann... Nach vorne und nach oben ziehen. Und jetzt muss hier die Pufferbohle raus. Dazu muss man die Puffer in so ein Holz stecken und dann gleich drauf klopfen. Sieht man nichts, ne? Muss man sich denken. So, das haben wir schon mal raus. Auf der Seite sieht man hier diesen Haken ganz gut. Und hier ist er schnack abgerissen. Jetzt habe ich lange im Internet gesucht, wie man das am besten repariert. Und man findet die Lösung, dass man es mit Sekundenkleber am besten kleben kann. Ich habe mich aber entschlossen, da noch Haltestifte reinzusetzen. Und zwar dachte ich mir, ich bohre mit dem Handbohrer so 0,3 mm Löcher in beide Teile, also einmal in das Gehäuse und in das abgebrochene Stück. Dann kommen da 4 mm lange abgeschnittene Bohrerreste rein.
klopfe ich die da fest und mit Sekundenkleber das Ganze dann zusammenkleben. Das Zusammendrücken selber habe ich natürlich wieder nicht mehr genau gefilmt. Aber da ist es jetzt ausgehärtet und fest. Jetzt noch Stabilit Express, zwei Komponentenkleber angerührt und die angebrochene Trittstufe mit einem Tupfer wieder befestigt. Etwas Farbe auf das Dach, erst mit Wattestäbchen aufgetupft, dann noch mit dem Pinsel verteilt. Das Fahrwerk noch mit dem Feuchttuch sauber machen und mit einem kleinen Pinsel und auch wieder einer schwarzen Farbe die Flecken retuschiert. Jetzt geht es an den Zusammenbau, die Löcher für die Puffer erst sauber machen, das Gehäuse drauf stecken. Dann habe ich an die Puffer noch ein bisschen Öl gemacht, damit sie da besser reinfluppen. Die Pufferbohle draufgelegt, die Puffer reingesteckt, das eine Blech dann noch ein bisschen gerade geklopft. Und dann geht es so weiter, wie man in den Bildern sieht. Die Räder, Fahrwerke noch sauber gemacht, geölt. Und was ich auch noch gemacht habe, ich habe da noch eine neue Feder eingebaut, die die beiden Kupplungen justiert. Das Projekt ist fertig nach dem Motto der Restauratoren, so viel wie nötig, so wenig wie möglich, um die alte Patina noch ein bisschen zu erhalten, auch noch ein paar Gebrauchsspuren funktional aber zu reparieren, nämlich hier einmal die abgebrochene Trittstufe befestigt, die Finger angestrichen und auch die Haltelasche wieder fixiert, die hält Bombe. Und zum Schluss, wie immer, wenn das Video gefallen hat, ein Like, wenn der Kanal gefällt, ein Abo, Kommentare sind hilfreich, Tipps und Tricks auch für meine anderen Zuschauer kann man ja in die Kommentare schreiben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.